So, meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video. Knaller Nachricht hier aus Bayern. Zitat der Welt: Bayern beschließt FFP2-Maskenpflicht für Nahverkehr und Einzelhandel. Ich gucke gerade, habe ich hier irgendwo eine von den Dingern liegen? Hier drüben müsste sie sein. Genau. Also, sowas hier ist FFP2. Das heißt, man darf dann nur noch mit solchen Masken unterwegs sein. Anstelle hier Schal oder ähnliches Ding zählt dann nicht mehr. Und da muss man ja wirklich ganz klar fragen, wo sollen diese Masken jetzt herkommen? Erstens diese Frage. Und zweitens, wer soll die denn bezahlen? Soll der Bürger die jetzt komplett alleine und selbst bezahlen? Ja, die werden für, ich glaube, ab 60-Jährige kostenfrei, zumindest, ich glaube, ein oder zwei pro Woche rausgegeben. Dass das nicht gesund sein kann, darüber sollten wir uns alle einig sein. Und dass die jetzt hier vorgeschrieben wird zum Tragen im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel, ist eine bodenlose Frechheit. Denn man ist doch hingegangen und hat gesagt, diese Alltagsmasken, Behelfsmasken, sprich ein Schal oder hier so ein Tuch oder was weiß ich, hier was Selbstgenähtes und so weiter, nimmt man deswegen, weil keine Masken verfügbar sind und weil hier adäquat so viele Masken davon zu haben, einfach finanziell nicht tragbar ist für den Bürger. Aber gut, in Bayern, da wohnen ja die reichen Leute, genau, da sieht es ja super aus und dementsprechend sollen die Leute jetzt da permanent diese Masken tragen, wenn sie hier Nahverkehr nutzen und den Einzelhandel aufsuchen. Die Maßnahmen beginnen langsam zu wirken, sagt der Herr Söder hier auch noch. Ja, ganz langsam, genau. Oder weiterhin sagt er hier, Zitat, wann C endet, kann keiner sagen. Und das ist richtig. Und wer aber glaubt, dass das überhaupt enden wird, der hat meiner Meinung nach dieses Virus noch komplett gar nicht verstanden. Warum haben wir denn sonst so verschiedene andere Viren, die es seit Jahren, seit Jahrzehnten gibt, die wir auch nicht beseitigen konnten oder dass das geendet ist oder ähnliches in der Richtung? Und das wird auch nicht mit einem großen C passieren. Wir müssen endlich damit lernen, umzugehen und damit zu leben und nicht hier versuchen, irgendwelche Maßnahmen und irgendwelche neuen Ideen umzusetzen, die nachweislich nichts bringen und nicht funktionieren. Also, das hier haut dem Ding mal wieder komplett alles raus. Das ist ja wirklich der absolute Knaller. Und ich frage mich, wann das wirklich endet. Wann wird diesem Mann, dem Söder, endlich hier Einhalt geboten? Also, das ist doch verrückt. Oder was meint ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Bis zum nächsten und ciao.